Ich schwöre Treue. Ich schwöre Treue. Dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Heute Nachmittag circa 14 Uhr. Seit dem 01.01. im Amt wird Jutta Steinruck heute bei ihrem ersten öffentlichen Termin als neue Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen vereidigt. Die 55-Jährige ist bereit, freut sich auf ihre neue Aufgabe. Geht mir sehr gut. Ich bin ganz klein ein bisschen nervös, aber ich fühle mich fantastisch. Mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt beginnt sie nun die Arbeit für die Ludwigshafener. Und damit verbunden auch eine Menge Aufgaben, denn Ludwigshafen steht vor großen Herausforderungen wie dem Neubau der Hochstraße. Ich möchte da mit dem Land und mit dem Bund auch noch mal nachverhandeln, dass sichergestellt ist, dass etwaige Mehrkosten dann an der Stadt und an den Bürgerinnen und Bürgern von Ludwigshafen hängen bleiben und zum Beispiel unsere Schulen oder andere Einrichtungen darunter leiden müssen. Und für diese Aufgaben hat sie, wenn alles gut geht, jetzt 8 Jahre Zeit. Mit rund 58% hatte Jutta Steinruck im Oktober die Wahl für sich entschieden und ließ damit Konkurrent Dr. Peter Übel mit nur 42% hinter sich. Und nicht nur das, mit ihrem Amtsantritt leitet Steinruck nun auch den politischen Wechsel ein. War Ludwigshafen fast 16 Jahre CDU geführt, geht der OB-Sessel jetzt erstmal wieder an die SPD. Das ehemalige Stadtoberhaupt Eva Lohse von der CDU war nach 16 Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr angetreten. Wir konnten viele Dinge abschließen, aber natürlich steht vor uns das große Projekt City West, das heißt der Abriss der Hochstraße Nord und die Weiterentwicklung in diesem Bereich. Das ist aber auch eine große Chance der Stadtentwicklung. Das ist eine große Aufgabe, die vor denjenigen steht, die jetzt Verantwortung tragen. Und die hat neben der neuen Oberbürgermeisterin auch der rheinland-pfälzische Innenminister. Ludwigshafen ist für Rheinland-Pfalz enorm wichtig, zumindest industriepolitisch natürlich herausragend wichtig. Und mit so einer großen Stadt zusammenzuarbeiten als Landesregierung, ich werde auch gleich die Grüße der Ministerpräsidentin überbringen, ist für uns wechselseitig sehr wichtig. Wichtig, aber auch herausfordernd. Denn das absolute Mammutprojekt, was auf Jutta Steinruck und ihr Ludwigshafen zukommt, steht noch aus. Denn ein großer Teil der Finanzierung des Neubauprojekts der Hochstraße ist noch nicht geklärt. Das Land war der erste Partner, der seine Förderzusage gemacht hat. Die Zahlen stehen. Das hat der Bund sich geäußert und der Rest verbleibt dann bei Ludwigshafen, sodass das Projekt angegangen werden kann, weil es angegangen werden muss. Na dann ist also alles bereit für die politische Neuausrichtung und Jutta Steinruck. Denn sie ist es, die jetzt erstmal das Schicksal von Ludwigshafen in ihren Händen trägt.